بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله على نيته وسره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الحمد لله الحمد لله الحمد لله في الله سبحانه وتعالى أم أنفنك ديزا زيتسونك داس إير أنزغ شخيتن زيجنت داس إير أنزغ وسن زيجنت Und dass Allah das und die Weisheit im Herzen gibt, den das Wissen alleine reicht es nicht. Das Wissen ohne Gottesfurcht ist gegen dich und nicht für dich. Das wird gegen dich sein. Und deswegen Gottesfurcht und Wissen, diese beiden Faktoren, nur damit erzielst du den Erfolg. Alhamdulillah, heute werden wir inshallah ta'ala den ersten Kapitel von Al-Fiqh, von Babel-Fiqh, in diesem Buch, in diesem gesegneten Buch, Metn al-Risala fil al Fiqh al-Maliki, das ist Al-Risala nach der Rechtsschule von Imam Malik, dieses Buch, der wurde von Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani, der im vierten Jahrhundert gelebt hat, und damals war er einer, oder er war der einzige, der sozusagen als Quelle für die Rechtsschule von Imam Malik war. Deswegen hat man ihn genannt Malik al Asghar, Malik der Kleine. Und so einen Titel zu haben im vierten Jahrhundert, es war nicht einfach. Und sein Buch ist eigentlich nicht so groß, aber es ist gewaltig. es, es wiegt Berge von Wissen. Was drinnen steckt und deswegen haben die Ulama aller Zeiten sich um dieses Buch gekümmert und haben viel Zeit dafür gegeben und Erläuterungen geschrieben. Und das fand man über die Jahrhunderten, überall in den Moscheen, in den Universitäten, wurde das als Basis für die Rechtsschule von Imam Malik. Und wir kennen und ich erinnere euch, meine lieben Brüder und Schwestern, über unseren Ratschlag. Wenn du wenn du den Fiqh beherrschen willst, dann musst du eine Struktur machen. Du musst aufbauen wie al-Qadi Iyad in seinem Buch Madarik, was wir damals gelesen haben. Und sie viele Ulama, sie sagen, man muss erstmal mit einer Rechtsschule anfangen und man muss erstmal die Ehkern, die Rechtsurteile in dieser Rechtsschule auswendig lernen, beherrschen. Damit hat man Grundlage. Danach erweitert man sich, indem man die Rechtsschule mit, Beweise, mit Beweisen lernt. Und danach geht man um ein Niveau höher, indem man die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Rechtsschule kennenlernt. Denn die Anhänger von den Rechtsschulen waren auch große Imame, wie Imam al-Qurafi und wie Imam al-Baghdadi und wie, äh, wie große Imame ibn Abdul-Bar. Sie waren eigentlich auch große Imame von großem Kaliber und sie haben auch Ara, das heißt Meinungen und Rechtsurteile entnommen, was eigentlich in der Zeit von Imam Malik noch nicht erschienen ist. Denn nicht alle Rechtsurteile, die wir in der Rechtsschule von Imam Malik das heißt, es stammt von dem Imam selbst. Nein. Diese Leute haben die Methodik benutzt, die den Imam Malik damals benutzt hat, um den Rechtsurteil in ihrer Zeit rauszunehmen. Deswegen bleibt das alles im Rahmen der malikitischen Rechtsschule. Die Ulama sagen, du musst das erstmal beherrschen. Und irgendwann mal, und das könnte nach mehreren Jahren, wenn man sich intensiv mit der Rechtsschule sich beschäftigt, Innerhalb mehreren Jahren kannst du steigen, dass du die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, zehnte, zwölfte Rechtsschule kennenlernst und die verschiedenen Fatwa und dann das ist ein Niveau, was die Wenigen eigentlich erreichen und das ist das Niveau von Mujtahid, von einer, der Ijtihad machen kann. Das heißt, er hat die Mittel, Fatwa überhaupt zu geben. Wir alle sind Mukallidun erstmal. Was heißt das? Nachmacher. Oder wir nehmen und wir folgen dem, was uns gegeben wird von der Rechtsschule. Nachmacher. Wir, wir folgen den Schritten. Ja? Später wirst du ein überzeugter Nachmacher werden. Was heißt das? Das heißt, du hast zwar die, die, die Sachen bekommen, die Informationen, aber mit Beweise und Argumente, sodass du auch die volle Ruhe und innere Zufriedenheit dabei genießt. Obwohl es eigentlich reicht, dass man große Imame, die das Verständnis von Koran und Sunna haben, es reicht, dass man ihnen folgt. Denn Muhammad sallallahu wasallam sagt, Al ulama Die Ulama sind die Erbeträger von den Propheten. Und Allah sagt im Koran: ahla -Ahl -Ahl vikri in kuntum la ta'lamun. Ta Fragt die Wissenden, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Das heißt, wir folgen sowieso den Ulama. Und heute inshallah fangen wir mit dem Fiqh. Und Fiqh ist ein großes Buch an sich. Alles, was mit Rechtsurteilen zu tun hat, in verschiedenen Bereichen. In Ibadat, was heißt Ibadat? Gottesdienste, alle möglichen Gottesdienste, die bekannten, die wir kennen, Salat, Asriyam, Fasten, As Zakat, Spenden, Al-Hajj und, und die vielen Gottesdienste, die es gibt, Nawafil und alles, was damit zusammenhängt, das ist in Ibadat-Bereich. Und danach gibt es Al-Mu'amalat. Al Mu'amalat ist mehr in Dunya-Sachen. Verkauf, Verträge, Zeugnis und, und alles mögliche, was unter den Menschen und die Beziehungen der Menschen regelt. Ihr merkt, dass alle Ulama von Fiqh, sie ordnen ihre Bücher bzw. ihre Kapitel nach den Hadith, nach dem Hadith, was Muhammad uns gesagt hat: "Buniyal Islamu ala khams." Dieser Islam, der Islam, wurde auf fünf Fundamenten aufgebaut und gegründet und basiert. Fünf Fundamenten. Shahadati an la wa anna muhammadan rasulullah. Das Bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und Muhammad ist Rasulullah. Klar, Wo haben, wir das, haben wir das schon gehabt? Natürlich. Was machen wir seit mehreren Monaten? Alles, was in Aqidah Titel war, Kapitel war, alles war La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah. Da haben wir kennengelernt, dass die Sunna, was heißt es, Sunna zu befolgen und das, was heißt auch, die Sahaba zu lieben, das ist alles unter Muhammad Rasulullah. Und über La, unter La ilaha illallah haben wir über die Attributen und die Eigenschaften von Allah Ta'ala und über La ilaha illallah auch an sich, dass Al-Ibada nur für Allah Subhanahu wa Ta'ala ist. Und dann sagt Muhammad, as salah zweites Fundament, das Gebet. Und alles, was mit dem Gebet zu tun hat, gehört zu Salah. Die Tür zum Gebet sind zwei Sachen. Es gibt zwei Türen, zwei Eingänge, um überhaupt zu dem Salon von dem Gebet anzukommen. Erste Tür, und hier ist verschiedene. Erste Tür, Duholul Wakt. Das Eintreffen der Zeit. Und darüber gibt es so ein dickes, Kapit dickes Kapitel im Fiqh-Bereich. Über die Zeiten der einzelnen Gebeten. Wie kennt man die Zeiten und wie, was sind die Meinungsverschiedenheiten darüber. Und danach, zweite Tür ist, das ist die Reinheit. Die rituelle Reinheit und Vorbereitung für das Gebet. Alles was damit zusammenhängt. Kleine rituelle Waschung, große rituelle Waschung, alles Tinja. Und alles, was mit, mit Unreinheiten zu tun und Reinheiten zu tun, kommt da. Und danach kommt man in Gebet. Und Gebet ist ein Kapitel für sich. Ja, ein dickes Kapitel. Und dann kommt nach dem Gebet, Salata. immer zusammen verbunden. Auch Zakat kommt danach. Gleich danach. Und nach dem Zakat, obwohl bei Fiqh-Büchern, manche machen auch Siyam vorher. Weil Siyam sehr an das Gebet zusammen, also mit dem Gebet zusammenhängt, wegen die Zeiten und, und. Deswegen machen sie äh, Saum äh, Ramadan, Al-Zakat und dann kommt Al-Hajj. Damit beenden sie die Al-Ibadat und danach gehen sie zu den Mu'amalat. In der Mu'amalat gibt es Kauf, Verkauf, Verträge, Ehe, Scheidung, alles Mögliche, was darunter ist, unter den Menschen, die Beziehungen unter den Menschen. Nur ein Ratschlag von mir, meine liebe Brüder zu euch: Denkt mal daran, unsere Abmachung ist: Es nutzt nicht, dass du hier die ganze Zeit sitzt und später, wenn du rauskommst, du kommst durcheinander. Wie war das? Welche Meinung und von wem und von welchem Gelehrten das war? Sondern konzentriert euch erstmal und fokussiert eure Konzentration auf. Die Aussagen von der Rechtsschule, damit man sie beherrscht. Ein bisschen äh, Accessoire und Obst und so kannst du trotzdem nehmen, aber darf dein Wissen nicht beeinflussen. Das heißt, das Wichtigste ist, erstmal, was gibt es in der Rechtsschule von Merlik? Auswendig lernen, und nicht vergessen. Alles andere darfst du vergessen. Erstmal, darfst du, kein Problem. Wenn ich dich frage und du, und du findest nicht die Antwort, kein Problem. Aber nach der Rechtsschule von Merlik, wenn ich dich frage, und du sagst, ich weiß es nicht, das ist ein Problem. Minuspunkt. Das ist, das ist ein Zeichen, dass die Kurve nicht nach oben geht und dass du das nicht beherrschst. Deswegen konzentriert euch darauf, erstmal die Rechtsschule zu beherrschen. Al-Imam Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani eröffnet sein Buch mit dem Titel Babu ma So steht geschrieben mit den Harakat, obwohl es dort eine, vielleicht ein, ein Druckfehler gibt's, aber ich werde davon ausgehen, dass das so ist. Ich muss stehen. Wie mache ich das? Nee. Aber ich brauche den. Und das hier? Gut, wir müssen mal den Titel damit wir das vor Augen haben. Ich weiß nicht, wie ich damit ach so, du kannst das erlassen, kein Problem, wenn das nicht stört. So, den Titel werden wir mal ein bisschen darüber diskutieren. Babu Ma Minhu so steht es geschrieben im buch erstmal hier unter babu teilen wir mal das durch drei damit wir mehr platz haben so babu babu ist eigentlich in den Fiqh büchern gibt es bei den verschiedenen Titeln gibt es mehrere Benennungen, damit die Ulama unbedingt eine Übersicht über das Inhaltsverzeichnis haben. Es gibt Kitab, Kitab, das ist alles, findet man. Kitab, Bab, Fasl, Farah, Mas'ala. Und so weiter. Es gibt mehrere Benennungen. Kitab, das ist immer das Buch des Gebetes zum Beispiel. Ein Buch, was vieles sammelt und enthält. Bab ist eigentlich ein, wie man hier auf Deutsch nennt, Kapitel. Ein Kapitel in einem Buch. Und das ist auch dick für sich. Dieser Kapitel, dieser Bab, enthält so viele Fossil, zwei, also Zweige und so viele Unterteile. Und so viele Fragestellungen, wo Probleme gibt es. Ja, nicht alles ist selbstverständlich. Manchmal muss man stoppen. Hey, das ist gar nicht selbstverständlich. Auch unter der Rechtsschule. Da gibt es eine Fragestellung. Hier gibt es Meinungen darüber, auch innerhalb der Rechtsschule. Das nennen sie Mas'ala. Aber Bab, warum eröffnen sie mit Bab? Es ist in der arabischen Sprache, Bab heißt Tür oder ein Tor. Das ist ja. Damit du ungefähr dir vorstellst, du kommst in eine Welt rein, du kommst in eine neue Welt rein. Deswegen es ist es eigentlich ein Kapitel, ein eröffnendes Kapitel zu, ein, zu neuen Informationen. Und drinnen stecken viele Informationen. Ma Die Dinge, dieser Kapitel spricht darüber, die Dinge, die den wudu, also die kleine rituelle Waschung, und den Russel, die große rituelle Waschung zur Pflicht machen. Nochmal die Dinge. Also dieses Kapitel wird heute oder wird darüber erzählen alle Dinge, die den Mudu bzw. den Russel zur Pflicht machen. Anderes kann man so nennen, weil das heißt, man könnte diese ganze Titel mit einem mit einem Satz Mujibat Mujibad al-Wudu. Das findet man in den Fiqh-Büchern. al-Wudu. Zwei Worte. Die Dinge, die den Wudu zur Pflicht machen. Das heißt, wann bist du verpflichtet, Wudu zu unternehmen? Wann? Ja? Andererum, sie sagen auch das gleiche für den gleichen Kapitel, nennen sie das auch. al wudu Was heißt das? Nawaqid kommt von Naqid. Das heißt, die Dinge, die den Wudu ungültig machen, die Dinge, die den Wudu zur Pflicht machen, ist das gleiche wie die Dinge, die den Wudu ungültig machen. Richtig oder nicht? Habt ihr das mal? Die Dinge, die den Wudu zur Pflicht machen, sind gleichzeitig die Dinge, die den Wudu ungültig machen. Zum Beispiel, man geht und uriniert. Das macht den Wudu zur Pflicht, wenn du beten willst. Richtig oder nicht? Und das macht auch dein Wudu ungültig. Von daher, beide Benennungen sind gleich. Das findet man in Fiqh-Büchern entweder so genannt, Mujibat al-Wudu oder Nawaqid al-Wudu. Es gibt eine Sache bei Al Wudu. Al-Wudu kann man, findet man so mit Al-Wu, wu mit Dhamma und Al-Wa. Al-Wadu, das heißt, wenn man das so mit lateinischen Buchstaben, Wudu. Wadu. In der arabischen Sprache mit wa, wu. Die Ulama haben hier Meinungsverschiedenheiten darüber. Sie sagen, Al-Wudu ist eigentlich die Handlung, die du machst. Was machst du gerade? Ja, ich mache Wudu. Das ist eine Handlung. Alles klar? Aber Al-Wadu gibt es drei Meinungen darüber. Sie sagen Al-Wadu heißt das Wasser auf Arabisch. Al-Mutlaqat das Wasser. Die andere, also Al-Wadu heißt entweder Wasser. Zweitens, sie sagen, das ist das Wasser, der für den Wudu vorbereitet wurde. Heißt Al-Wadu. Zum Beispiel, ich habe einen Schüssel voll mit Wasser. Was sage ich dir? Gib mir den Wudu. Kein Problem. A'tinil Wudu. A'tinil wadu Gib mir den Wudu. Aber wenn ich dir sage, gib mir den Wudu, dann sagst du, was, wie kann ich dir eine Handlung geben? Geht nicht. Also, Wudu. Heißt dieses Wasser, was für, also Wasser für Wudu. Okay? Es gibt die dritte Meinung. Das ist jedes Wasser, was für einen Gottesdienst vorbereitet wurde. Muss nicht für Wudu sein, für das Gebet, sondern jedes Wasser, was man für Gottesdienst vorbereitet, heißt Wabu. Von mir aus auch das Wasser, womit man äh, den äh, Meyid, den, äh, den äh, Sterbenden auch, womit man ihn wäscht. Alles, was für einen Gottesdienst vorbereitet ist, ist Wabu. Also Wasser für vorbereitet für vorbereitet für was? Gottesdienst. Das ist Wudu. Er sagt, die Dinge, die den Wudu zur Pflicht machen. Das ist Wudu. Und die Dinge, die den Rassel zur Pflicht machen. Das heißt, in diesem Kapitel spricht er darüber, die Sachen, die wir kennen müssen. Wann muss man ein Wudu machen? Und wann muss man ein Rassel? Wie dabei Rassel? Es gibt Al-Rassel und es gibt Al-Russel. Deswegen sage ich, ob das ein Druckfehler ist. Al-Russel, Al Al-Russel. Was soll Al-Russel sein? Handlung. Wie Al-Wu, mit Al-Wudu, Al-Russel. Das ist die Handlung. Aber was ist der Unterschied zwischen Al-Russel und Al-Wudu? Al-Rasl ist diese große rituelle Waschung, was den ganzen Körper ja, betrifft. Das heißt, man muss den ganzen Körper dann waschen. Darüber werden wir auch ausführlicher sprechen. Al-Rasl, Al Sie sagen, Al-Rasl, das heißt, wenn, das ist allgemein, das Waschen an sich. Das Waschen heißt Al-Rasl. Aber Al-Rasl hier ist damit gemeint, diese Al-Ibada, diese Praxishandlung, die man hat. Und dann kommt der Imam und sagt: Mujibatul Wudu. Hier wieder das Gleiche hat er zusammengefasst: Mujibatul Wudu. Die Dinge, die den Wudu zur Pflicht machen. Er spricht hier nicht über Russel Als ob er das unterteilt hat. Jetzt der große Titel spricht über Wudu und all russel sah Jetzt will er ein Unterkapitel. نور فى الوضوء فن يصبح الوضوء 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 يجب الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين من بول او غائط او ريح او لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاض عند الملاعبة أو التذكار بسهر أو التذكار أو التذكار بسهر Also wenn man versucht, das Wort wörtlich zu übersetzen, er sagt, die Dinge, die den Wudu zur so Pflicht machen, der Wudu, also die kleine rituelle Waschung, die wir kennen, der Wudu, wird zur Pflicht im Falle, wenn etwas aus einem der beiden Ausgänge rauskommt. Zwei Ausgänge hat der Mensch, vorne und hinten. Im Falle, wenn etwas aus einem der beiden Ausgänge rauskommt, sei es Urin, Stuhlgang oder Luft. Ebenso, das heißt, was heißt ebenso hier? Ebenso wird der Wudu zur Pflicht, wenn. Ha? Ebenso, wenn der Mavi aus dem Penis rauskommt. In diesem Fall wird der Penis, der ganze Penis gewaschen. Lass uns mal hier einen Zwischenstopp machen. Er sagt, der Wudu wird zur Pflicht gemacht wenn von etwas, von einem der beiden Ausgänge rauskommt, vorne oder hinten. Und dann hat er drei Sachen genannt. Was hat er genannt? Urin, von vorne, Stuhlgang, und was kommt noch? Luft, von vorne und von hinten. Ja, bei der Frau kann es sein, dass das von, 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 unten, von vorne kommt, Luft. Er hat drei genannt. Und danach hat er genannt al der von dem Penis rauskommt, ja, und er sagt, al ist eine dünne, weiße Flüssigkeit. Sie tritt aus, wenn der Geschlechtsteil bei Gelust erregt wird, sei es während des Vorspiels oder beim Nachdenken, wenn man mit seiner Frau das, Vor das Vorspiel macht oder man denkt nach an Sachen, die den Gelust erwecken. Dadurch könnte dieses Wasser rauskommen. Das ist eine, eine dünne Flüssigkeit, weiß und dünn. Das nennt man al -Medhi. Er hat erstmal das genannt. Aber wenn er gesagt hat, Al-Wudu wird zur Pflicht, wenn etwas aus den beiden Ausgängen rauskommt. Und dann stoppt er. Was wäre dann? Er hat dazu genannt, diese Sachen, die rauskommen: Urin, Stuhlgang und Luft. Deswegen sagen die Malikiten, außer diesen Sachen, außer diesen Sachen wird der Wudu nicht zur Pflicht. Das heißt, wenn man, äh, wenn man wie heißt Würmer. Würmer, genau, wenn man, wenn Würmer rauskommen, ja, wenn Würmer rauskommen nach der Malikitischen Rechtsschule, was sagt er hier? Die drei Sachen, alles klar? Also Stuhlgang oder Luft oder Urin, wenn Steine rauskommen, kommen nicht, das gibt es ja. Aber passt auf, deswegen müssen wir eine Definition bei den Malikiten ganz genau auswendig lernen. Die Definition lautet: Das müssen wir unbedingt schreiben, weil das ist hier eine, hier steckt viel Information. Also. ينقض الوضوء بالاتفاق كل خارج معتاد من المخرج المعتاد Allah Sabili, Assihati, Die Sachen, die ich unter, unterstrichen habe. Ich habe versucht, das zu, zu übersetzen. Al Wudu wird ungültig, also mit also mit Einheit von den Ölama wird ungültig durch jede Sache, die gewöhnlicherweise die gewöhnlicherweise gewöhnliche aus dem gewöhnlichen Orten rauskommt, auf eine gesunde und gewöhnliche Art. Also, Alwodo wird ungültig, wenn wenn was? Bei, bei jeder Sache, die gewöhnlicherweise von dem gewöhnlichen Ort rauskommt, gewöhnlicherweise aus dem gewöhnlichen Ort rauskommt, mit einer gewöhnlichen, gesunde Art und Weise. Wie? Das heißt, wenn Würmer rauskommen, was spricht dagegen? Ungewöhnlich, okay, kann man sagen, das ist keine gewöhnliche Sache, die rauskommt, Würmer. Oder, das, das heißt, etwas stimmt nicht in deinem Körper, ungesund. Das heißt, es muss gewöhnlich sein und es muss aus dem gewöhnlichen Ort rausgehen. Das heißt, wenn man äh, bricht, nach der Rechtsschule von Imam Malik, was? Muss man Hodur machen? Nein. Wenn etwas, wenn man krank ist, man kann keinen Stuhlgang machen und dann machen sie einen Sack und dann kommt es als Stuhlgang von, durch einen anderen Ort raus. Nach der Rechtsschule von Malik, macht das den Wudu ungültig? Nein. Wenn jemand nicht urinieren kann und machen Sie ihm wieder einen Ausgang darüber, nach der Rechtsschule von Malik, macht das den Wudu ungültig? Nein, sein Modo ist gültig. So. Warum? Weil das ist nicht nach der gewöhnlichen Art und Weise und es ist, und es ist nicht ges nach gesunder Art und nicht vom, vom gewöhnlichen Ort. Hier haben die Ulama richtig viel gestritten. Erstmal lass uns nur die, bei den Malikiten. Es gibt in Mudawana. Mudawana ist ein Grundlagebuch. Das Stecken. Merkt euch, Al-Mudawwana muss ihr euch merken. Als Maliki musst du das kennen, al -Mudawwana. Unbedingt merken. Wenn ich sage, in Mudawwana, dann weiß ihr, was das ist. Heißt. Das ist, kannst du sagen, das, wie nennt man das? Das ist die Quelle von Fatawa Imam Malik. Imam Malik wird gefragt. Und wenn man so und so und so macht, wenn Würmer kommen, macht man so? Imam Malik antwortet. Die Schüler schreiben. Das war über sein ganzes Leben geschrieben, geschrieben, geschrieben. Ja? Wurde bei Abu Yusuf sein bester Schüler und der andere äh, Sch Schüler. Und dann wurde das irgendwann mal, als einer aus Tunesien verreist ist, Sahnun, namens Sahnun. Er ist extra dort verreist und er hat alle diese Vertauer gesammelt und geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und deswegen haben wir eine Enzyklopädie. Über den Madhab. In Mudawana hat der Imam Malik hier äh, einen Unterschied, was Würmer oder Steine oder. Er sagt, wenn das nass rauskommt, das heißt, es ist mit etwas verbunden, dann muss man sich waschen. Wenn es normal rauskommt, dann nicht. Und sie sagen auch eine gewöhnliche gesunde Art. Wenn Du oder wenn man Urin jederzeit bekommt, jede halbe Stunde uriniert man. Jede halbe Stunde uriniert man. Was ist das? Das ist nicht gesund. Nach der Rechtsschule von Imam Malik, nach der Rechtschule, wenn das sich immer wiederholt, wiederholt, reicht eine Waschung. Weil das andere alles ist ungesund. Genauso wie bei Salas al-Baul. Derjenige, der uriniert und danach kommen Tropfen später. Ja? Die bleiben in, ja, später. Bei Salas ist es nicht verpflichtet, dass man sich wäscht, aber es ist Mustahab. Das muss ich noch korrigieren für nächste Woche. Es ist Mustahab, es ist nur empfehlenswert, weil das aus Krankheitsgründen und nicht aus einer gesunden Art. Äh, Pardon. Diese Sache von derjenige, der immer uriniert, uriniert, da gibt es zwei Meinungen. Nicht nur diese Meinung, was ich gesagt habe, sondern die bekannteste Meinung von Imam Malik ist, er muss sich waschen. Manchmal hat Imam Malik zwei Fatwa gegeben. Und diese Fatwa ist bekannter als die andere. Das heißt, derjenige, der oft urinieren muss, er muss sich unbedingt nochmal waschen. Hier haben die Gelehrten drei Meinungen. Pass auf: Al-Ahnaf Abu Hanifa, Imam Ahmed und Imam al-Tawri. Sie sagen: Mann, Der Wudu wird zur Pflicht, wenn etwas aus deinem Körper rauskommt. Wenn etwas aus deinem Körper rauskommt. Egal von wo. Auch wenn es vom Mund ist. Deswegen sagen sie bei Al wenn man bricht, muss man sich waschen. Wenn man verletzt ist und man blutet, muss man sich waschen. Und so weiter. Und sie sagen, bei Schröpftherapie muss man sich waschen. Sie sagen auch bei äh, wie heißt das Al katir wenn man Nasenblutung hat, muss man sich waschen. Äh, diese Adalas, das ist wie Schöpfentherapie, es gibt so das Adalas. Erlass oder ada Erlass oder Aderlass. Dafür muss man sich waschen. Äh, außer Schleim, Halsschleim, bei Imam Abu Hanifa, er sagt, nein, das ist ausgenommen. Das ist ausgenommen. Dann sagen sie, warum? Er sagt, weil es rein ist. Die anderen Dinge sind unrein. Blut ist unrein. Das, was von den Magen rauskommt beim Brechen, ist auch unrein. Aber den also dieses Schleim ist rein. Abu Yusuf sagt, das ist der Freund von Abu Hanifa. Er sagt, nein, wenn der Schleim den Mund voll macht, dann muss man sich waschen. Ich wollte nur die Meinungsverschiedenheiten daneben, so an der Seite. Vergisst nicht das, was in der Rechtschule ist. Die zweite Meinung sagen sie, Der Wudu wird zur Pflicht, wenn etwas von den beiden Ausgängen rauskommt. Egal was. Was ist der Unterschied zur Rechtsschule von Imam Malik? Was ist das? Egal was. Dieses Egal was. Bei Imam Malik ist es nicht Egal was, sondern es muss entweder Urin oder Stuhlgang oder Luft. Bei der Frau. Manchmal bekommt Frau Luft von vorne. Muss sie sich waschen nach der Rechtsschule von Imam Malik? Nein. Warum? Das ist nicht was heißt es nicht normal? Was haben wir gelernt? Es ist ein ungewöhnlicher Ort. Ungewöhnlicher Ort. Jetzt denkt, jetzt merkt ihr, dass man später gefragt wird, und dann antwortet man direkt, was man in der Rechtsschule kennt. Was stellt euch mal vor, das macht ihr und baut ihr immer die ganze Zeit auf. Am Ende kannst du sagen: Also, Rechtsschule von Malik in diesen Einzelheiten kann ich das Grund, die Grundlagen und das Wichtigste sagen. Also, wenn man sagt, die Frau, wenn sie Luft von vorne bekommt, wäscht sie sich, muss sie sich waschen nach der Rechtsschule von Imam Malik? Nein, nach der Rechtsschule von Imam Shafi'i? Ja, egal was rauskommt, hat er gesagt. Was? Egal was rauskommt und egal wie. Bei in kharaj, in egal was und egal wie. Hauptsache kommt von den beiden Ausgängen. Abu Hanifa, er sagt, nicht nur beide Ausgänge, sondern von dem ganzen was? von dem ganzen Körper. Auch imam Ahmadul, imam Tauri. Ja? Und die anderen, das ist die, unsere Meinung, dass der imam Malik zwei Dinge betrachtet. Al-Kharij und Al-Mahraj. Das Rausgeworfene, wenn man das nennen könnte, und der Ausgang. Die beiden müssen betrachtet werden. Der Ausgang muss gewöhnlich sein, und der Rausgeworfene, und das, was rauskommt, muss auch gewöhnlich und gesund, aus Gesundheits-, gesundheitlicher Art und Weise rauskommen. Ja, das ist Malik und die meisten von seinen Freunden, die ihm folgen. Aber warum gibt es diesen Unterschied? Wo ist der, der Grund, warum diese Meinungsverschiedenheit gibt? Al-Imam Shafi'i, er guckt nur auf die Dinge, die rauskommen. Auf die Dinge, die rauskommen. Al-Imam Malik kommt auf, guckt auf die Dinge, die rauskommen und auf dem Ort, woher sie rauskommen. Al-Imam Abu Hanifa al-Ahmad, er guckt weder noch. Das heißt, die Dinge, jede Sache, die rauskommt, obwohl es hier Meinungsverschiedenheiten gibt, denn sie sagen, es gibt Dinge, die von dem Körper rauskommen, die rein und sauber sind. Und es gibt Dinge, die von dem Körper rauskommen, die unrein sind. Es kommt von unserem Körper Flüssigkeit von den Augen. Das ist diese Tränen. Es kommt von uns auch Schweiß. Und an ähnliche Dinge, Deswegen gibt es hier trotzdem Meinungsfälle. Manche verbieten das allgemein, also sie sagen, für alles. Manche sagen nein, wenn es nur Unreinheit ist. Bei Abu Hanifa, er sagt, wenn es unrein ist, egal von welchem Teil der Körper, des Körpers rauskommt, es muss unrein sein. Luft ist ja nicht unrein. Ja, deswegen bei Abu Hanifa ist das Luft. Bei Abu Hanifa ist unrein, muss man sich waschen. Ja? Muss man sich waschen. Er sagt, guckt mal die Meinung von Abu Hanifa und Imam Ahmad ist stark eigentlich. Warum? Weil eine Frau zu Muhammad kam, sie hatte nicht ihre Menstruationzeit, sondern sie hatte diese Vorzeit der Menstruation. Da kommt Blutung aber nicht dieselbe Blutung wie die in der Zeit der Periode nicht so dunkel wie diese Blutung und riecht nicht das gleiche wie bei der Blutung sondern ganz andere diese Blutung ist aus gesundheitlichen Gründen das heißt es ist eine Krankheit das ist eine Krankheit etwas stimmt nicht in dem Körper deswegen bekommt diese Frau so da kam eine Frau zu Muhammad sallallahu er sagt, sie sagt ihm, ja, Rasulallah, so, so sieht es bei mir aus. Er sagte ihr, wasche dich für jedes Gebet. Wasche dich für jedes Gebet. Er sagt, wenn ich nach eurer Meinung gehe, also das kommt aus ungesundheitlichen Arzt Für euch. Äh, und, und das muss aus gesundheitlichen Wegen rauskommen. Bei ihr ist das ungesund. Und der Prophet wa sallam, hat sie trotzdem befohlen. Ihr befohlen. Sich zu waschen. Richtig oder nicht? Ja. Also, eure Definition stimmt nicht. Lehmann Malik sagt, oder die Rechtsschule, das ist eine Empfehlung für sie. Es ist keine, keine, was? Keine, kein Wajib, sondern eine Empfehlung. Es ist eine Empfehlung, dass sie das einmal macht, oder einmal pro Gebet. Und sie sagen, äh, auch wir haben ein Hadith von Tsauban überliefert. Der Prophet hat gebrochen, dann daraufhin hat er sich gewaschen. Seht ihr? Das heißt, al qayy ah macht die Waschung zur Pflicht. Die anderen Ulema sagen erstmal, den Hadith ist nicht so authentisch. Darüber gibt es Probleme. Da gibt es Probleme drin. Und zweitens. Er kann sich waschen, aber nicht, weil es Pflicht ist. Sondern er hat das einfach so gemacht. Und also der Hadith, darüber gibt es was. Und sie sagen, Umar und Abdullah ibn Umar, beide haben gesagt, wenn man was wenn man Nasenblutung bekommt, sie haben die Wudu zur Pflicht gemacht. Ja, die beiden haben die Blutung zu auch darüber wurde diskutiert, ob dieser Hadith stimmt über Abdullah ibn Umar. Und es gibt ein Hadith, wo, Abdullah, wo der Prophet, sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn jemand im Gebet ist, er hat seine Waschung verloren, durch Luft oder, dann soll er so machen, als hätte er was, dann soll er auf seine Nase drücken und raus. Obwohl er damit die Leute denken, er hat was, Nasenblutung, aber in der Tatsache schämt er sich, ihnen das zu zeigen. Sie sagen, ah, also es war bekannt, wenn sie Nasenblutung haben, dass sie sich waschen gehen. Ja, dieser Hadith wurde auch diskutiert. Und außerdem, man kann das anderes verstehen. Also die Deutung von dem Hadith, wie man es erläutert, da gibt es mehrere Winkel darüber. Aber lasst uns erstmal bei Imam Malik. Diese Sache haben wir schon, ja? Also das ist eine sehr wichtige Sache, weil damit kommst du auf den Regel von der Rechtsschule, wann man sich waschen muss. Jetzt, es kommt nicht nur Luft raus, es kommt nicht nur was, Stuhlgang und nicht nur Uri, sondern bei dem Mann kommen andere Dinge und bei der Frau kommen auch andere Dinge, die werden auch behandelt. Deswegen hat er extra gesagt, Au lima من مذي مع غسل الذكر كله منه او إبن زو فيرد در وضوء سو بليشت إبن زو فيرد دست سو بليشت المذي سكيبت يا ميت المذي و المذي المذي مثل نقطة oder ohne also mit und ohne beides ist richtig al wenn man das so, so damit man das gut ausspricht al entweder mit al-madi I, i y al-madi al wenn al aus dem Penis pardon aus dem Penis rauskommt In diesem Fall gibt es etwas Zusätzliches, was man macht. Nicht nur Wudu machen. Nicht nur Wudu machen. Hier hat er gesagt, aber dazu muss man was machen. Nicht nur Wudu. Dazu muss man den Penis, den ganzen Penis was waschen. Bei anderen Rechtsschulen, auch die Chisyatein, die beiden Eier, muss man auch waschen. Bei anderen ist die ganze Keuschheitsbereich. Alles klar? Aber bei Imam Malik was? Nur den Penis muss man waschen. Nicht nur gleich wo du, wir lernen hier unsere Religion, braucht man sich nicht zu schämen und so. Das ist gut, sowas zu lernen. Sonst was willst du deinem Kind erzählen? Oder dir selbst? <laughs> ja? Also, er sagt, wenn ein Madi, das ist jetzt also, die erste Sache, die die Modo zum Pflicht macht, haben wir erzählt. Das, was von den beiden Ausgängen rauskommt, in gewöhnlicher Art. Okay? Jetzt zweitens kommt Al-Madi, das, was wir oben geschrieben haben. Al-Madi, was ist Al-Madi? Weil es gibt mehrere Flüssigkeiten, die man bekommt, damit man das unterscheidet. Weil für jede Flüssigkeit gibt es ein Hukm, ein, eine Handlung, was du machen musst. في مذي، باس اوف، المذي، في كو، في ايش اوب داس مذي او دا ودي. باس اوف، اسكيبتش المذي، الوادي، المني، ال ودي، باغدون، الوادي، المني. المذي فانكم في مثل المذي مدى بشخيبون كنت من ذي المذي. تيرزاقس وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاض عند الملاعبة أو التذكار. المذي ist eine dünne weiße Flüssigkeit. Okay، wann tritt sie aus؟ Sie tritt aus wenn der Geschlechtsteil wenn der Geschlechtsteil bei Gelust erregt wird. Ja, auf einmal ist er steif, das kennt man. Es wird erregt, entweder während des Vorspiels mit der Ehefrau oder durch Nachdenken. Dann kommt diese Flüssigkeit, weiß und dünn. Weiß und dünn und mit Gelust. Drei Sachen, die müssen dann vorhanden sein. Dafür, für eins, gibt es drei Merkmale. Weiß, dünn, was ist die dritte Sache, mit Gelust. Es gibt eine vierte, eine vierte Eigenschaft, was ist die? Die ist nicht viel von der Menge, wenig. Okay? Es ist wenig von der Menge und nicht viel, nicht wie من many. großen Mengen, da dazu kommen wir noch. وَأَمَّا الْوَدِي er Also jetzt der وَأَمَّا الْوَدِي فَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضٌ أَبْيَضٌ خَاثِرٌ يَخْرُجُ بِإِثْرِ الْبَوْلِ يَجِبُ مِنْهُ مَا يَجِبُ مِنَ الْبَوْلِ Er sagt, الْمَذِي الْوَدِي Der الْوَدِي ist eine weiße, geronnene Flüssigkeit. Geronnen. Das heißt dickflüssig. Eine weiße, geronnene, das heißt dünn, der andere ist dick. Eine weiße, geronnene Flüssigkeit, die mit Urin am Ende rauskommt. Wenn man uriniert am Ende von dem Urin, auf einmal erscheint diese Flüssigkeit. Dick, also äh, geronnen und weiß. Hier sagt er, gilt das Gleiche, was bei Urin auch gilt. Was gilt denn? Was gilt denn? Wudu. Wudu. Also, hier gilt den Wudu. Aber bei dem Medi, was gilt da? Bei dem ersten, Al-Medi, was gilt da? Wudu, Wudu und? So. Ah, Wudu und den ganzen Penis waschen. Das muss man merken nach der Rechtsschule von Imam Malik. Dann kommen wir zu

فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة. Wir werden eigentlich bis hier heute machen. Aber das ist sehr wichtig, was wir jetzt. الألماني، sagt er، das ist diese، Er sagt، ألماني، الماء الدافق الذي يخرج منا. Das ist diese fließende Wasser, Flüssigkeit. Die rauskommt aber in einer großen Menge. Ja? Das heißt, wenn Wasser mit einer Menge fließt. Das heißt, er kommt mit einer Menge, nicht wie die anderen Arten, sondern mit einer Menge. Der in der Zeit rauskommt nach der großen Gelust. In, beim, beim Geschlechtsverkehr. Wenn der größte, äh, der größte Punkt von Gelust erreicht wird, bei dem Geschlechtsverkehr, kommt dieses Wasser. Er sagt jetzt ein paar Beschreibungen von diesem Wasser. Er sagt, sein Geruch, Subhanallah, hier müssen wir einen Zwischenstopp machen. Sein Geruch ist wie das Geruch, von dem Blütenstaub der Palme. Guckt mal. Es gibt diese Pollen. Also wenn du Blüten, dann hast du wie Staub an diese, an diese Blüte, ja? Wenn du in eine Palme gehst und dieser Blütenstaub, wenn du das riechst, so riecht Al-Mani das Wasser. Subhanallah. Und hier Sagen die Ulama, sie haben das ein bisschen äh, untersucht. Sie sagen, Subhanallah, warum ist das wie vom Geruch, wie das Wasser von den Männern? Er sagt erstmal, die Palmen, wie wurden sie erschaffen? Weiß jemand diese, Info, diese ungewöhnliche Information? Die Palme wurde so erschaffen, wie es überliefert wurde von den Ulama, als Allah Adam im Lehm erschaffen hat, jetzt nur Lehm, da gibt es kein Blut, kein Knochen, kein Lehm, dann hat er in ihm die Seele eingehaucht und dann kam alles wieder. Aber als er im Lehm war, hat er von Adams Lehm die Palme erschaffen. Das ist Nummer eins. Deswegen sagt Muhammad in den Hadith, Akrimu an Seid gütig zu euren Tanten, die Palmen. Tanten hat er sie genannt. Rasulullah. Akrimu an Seid gütig zu euren Tanten, die Palmen. Behandelt sie gut. Deswegen sind sie geliebt in Arabien. Sind, sie, sie sind geliebt. Akrimu an Das ist überliefert bei Musnad Abu Ya'la. Erster Band, Seite 353. Und subhanallah, eine andere Eigenschaft. Es gibt weibliche Palme und männliche Palme. Richtig? Bei weiblichen Palmen gibt es genauso Blütenstaub. Aber das riecht wie bei den Männern, nur bei den männlichen Palmen. Bei der weiblichen Palme, ihre Blütenstaub riecht gar nicht. Das ist die zweite Sache. Die dritte Sache: Die Entwicklungs- oder die Entstehungsperioden bei dem Mensch sind sieben. Sieben Perioden. So hat Allah Ta'ala gemacht. Die Palme hat auch sieben Entstehungsperioden. Subhanallah. Und dann sagen sie: Wie erkennt man auch noch Al-Mani? Al-Mani, wenn es rauskommt. Und wenn es trocknet, wenn es trocknet, du machst darauf ein Tropfen Wasser, gleich trocknet sie raus. Die bleibt gar nicht. Auf eine trockene Mani stelle wenn du Wasser reinmachst, gleich trocknet das Wasser. Das ist nun mal. Auch ergibt es eine wie eine gelbliche Farbe, wenn es trocknet. Ja, das sind jetzt paar Beschreibungen oder paar Sachen von Al-Mani. Die Frau bekommt auch Al-Mani und die bekommt auch Al-Medi und die bekommt auch Al-Wadi. Ihre Mani ist nicht wie bei dem Mann, dass das ist in eine große Menge bei ihr ist weniger. Es ist nicht so dick, flüssig, sondern es ist dünn bei der Frau. Es ist dünn, flüssig. Und Asfar, es ist nicht weiß, sondern gelb, gelb bei der Frau. Ja, ein paar Ulema haben noch weiter untersucht. <laughs> Sie sagen, äh, al bei dem Mann, wie schmeckt das? Er sagt, es wurde erzählt. <laughs> er sagt, es wurde erzählt, dass es das bitter ist. Und es wurde erzählt, es hängt... Von Körper, von Ernährung und von Umwelt. Und da haben sie dann erzählt, dass die Leute in Arabien haben bestimmte Charaktereigenschaften dafür und die Leute im Westen haben bestimmte. Also darüber wurde viel spekuliert, das bringt uns aber gar nichts. Ja? Was uns bringt, was weiß ich, wenn ich sowas sehe. Sowas bekommt man beim Geschlechtsverkehr oder auch im feuchten Traum, wie man es nennt. Feuchten Traum, wenn es in eine große Menge rauskommt nach einem Gelust. Und hier gibt es Meinungsverschiedenheit. Manchmal kommt Mani nicht aus Gelust. Kann geschehen. Zum Beispiel, du warst im Traum, du hast gar nichts gemerkt. Am Ende hast du richtig nassen Traum. Was ist das? Aus Gelust. Weil bei den Imam malik es muss aus Gelust sein wenn es nicht aus Gelust, deswegen jedes Wort, was geschrieben ist, ist ein Regel, aus Gelust. Wenn Mali nicht aus Gelust kommt nach der Rechtsschule von Imam Malik, ist hier die große rituelle Waschung keine Pflicht. Alles klar? Ja? Aber hier sagt er, er kommt mit großem Gelust beim Geschlechtsverkehr, dieses Wasser, Dafür ist man, dabei ist man verpflichtet. Dass man die Reinheit für den ganzen Körper unternimmt. Genauso wie bei der Reinigung nach der Menstruationszeit. Bei der Frau. Sie muss auch den ganzen Körper reinigen. Wir wollen ja die Sachen jetzt nicht. Äh also bis dahin, es kommen aber noch andere Sachen, die den Wudu zu Pflicht machen. Deswegen haben die Ulama. Die Dinge in zwei beziehungsweise drei Arten von Dingen, von Dingen die den Modus zur Pflicht machen. Ahdasun, Wa Asbabun, Wa Rayurhuma. das heißt Dinge, die sofort den Modus ungültig machen, wie Stuhlgang, Urin und so. Asbabun, bestimmte äußerliche Gründe. Wie Schlafen oder wie äh, Bewusstlosigkeit, wie das Essen von den äh, 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 Kamelenfleisch, wie zum Beispiel das Berühren von, von dem Geschlechtsteil, von dem Penis ja? und viele andere Sachen, dazu kommen wir ja. Deswegen, dieser Kapitel wird uns alle möglichen Sachen, wenn Sie treten, eintreten, dann müssen wir die Wudu was machen. Hier eine Frage. Ein Imam Ibn Abizid al qayrawani wurde missverstanden, als er gesagt hat, die Dinge, die den Wudu zur Pflicht machen, und dann hat er sie genannt, hat man so verstanden, das heißt, gleich wenn das eintritt, ein auftritt, musst du dich waschen. Das wollte er aber nicht sagen. Das wollte er aber nicht sagen. Er meint damit... Wenn die Zeit des Gebetes eingetroffen ist, natürlich, wenn du beten möchtest, ja, dann musst du unbedingt das machen, wenn diese Fälle erschienen sind. Das ist auch am Rande, weil als Kommentar wurde das über ihn geschrieben. Und deswegen es gibt es ja auch das Berühren von der Frau, Küssen von der Frau, aber mit Gelust. Dazu kommen wir auch, was die Rechtsschule sagt. Äh, inshallah, bis dahin, wenn die Brüder ein paar Fragen haben in diese Sache, können sie stellen. Ansonsten, inshallah, beenden wir das heute. Lasst uns mal, inshallah, auch danach zusammenfassen. Nächste Woche, inshallah, treffen wir uns wieder um 19 Uhr. Wir haben wie viele Minuten gemacht? Eine Stunde. Das, 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 also, mehr darf es auch nicht sein pro Einheit. Äh, machen wir Dua erstmal. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم علمنا امور ديننا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يا رب ارزقنا تلاوة القرآن، آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، من كان فيهم حيا فاحيه على الايمان وامته على الايمان، ومن كان فيهم ميتا فتغمده برحمتك واسكنه فسيح جناتك، واحفظ اللهم مشايخنا وعلماءنا ومعلمينا ومن له الحق علينا، برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين